Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de. Bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Mülheim an der Ruhr sind 21 Menschen ums Leben gekommen. Die Turboprop-Maschine des Nürnberger Flugdienstes war unterwegs von Hannover nach Düsseldorf. Vermutlich brach das Flugzeug beim Landeanflug auseinander. Die Maschine war in ein Gewitter mit Blitz und Hagel geraten. Über die genaue Unfallursache liegen auch zur Stunde noch keine Erkenntnisse vor. Es hätte ja viele andere Möglichkeiten gegeben, nicht nur links außen rumfliegen. Man hätte ja auch irgendwo in die Warteschleife gehen können. Hätte man 10 Minuten gewartet, dann wäre das Gewitter weg gewesen, weitergezogen. Dann hätte man einen freien Anflug gehabt, mit ständiger Sicht auf den Flughafen. Ja, wir haben gedacht, es wäre ein Blitzeinschlag. War es ja auch, weil in die Maschine ist ja ein Blitz eingeschlagen. Das war halt so. Und dann haben wir dann praktisch diesen Blitzeinschlag akustisch und eben auch einen hellen, ja, wie irgendwas Helles durchs schräge Dachfenster gesehen. Ja, und danach knallte es. Dann war die Maschine halt abgestürzt. Der Freiburgische Käfig funktioniert perfekt, wenn die elektrische Leitfähigkeit des Materials sehr hoch ist, wie zum Beispiel Kupfer. Wenn die Leitfähigkeit nicht so hoch ist, dann dringt nach einer gewissen Zeit der Sturm doch in das Innere ein. Man versucht sich eigentlich hier wie an einem Rettungsring im Atlantik festzuhalten, um irgendeine Begründung zu finden. Man wünscht sich sogar, man könnte irgendwie die Zeit damit zurückdrehen und den ganzen Unfall ungeschehen machen. Geht aber leider nicht. Herzlich willkommen zu Flugforensik Episode 10 mit Benjamin Denisch und Andreas Speth. Wir erlauben uns euch noch ein frohes neues Jahr zu wünschen, auch wenn wir es schon Ende Januar haben. Und bevor es um den heutigen Fall geht, gibt es jede Menge Neuigkeiten und auch ein paar Rückblicke und Klarstellungen. Ich muss erstmal Abbitte leisten, Entschuldigung sagen für eine Produktionsschwäche, nenne ich es mal, bei der Concorde-Folge. Da gab es ein paar Pegelprobleme durch ein neues technisches Tool, was ich eingesetzt habe. Und das hörte sich beim Abhören leider anders an als auf den Podcast-Plattformen, gerade bei den Interviewteilen unseres Gesprächspartners Jean-Louis Chatelain. Das tut mir sehr leid, das soll nicht wieder vorkommen. Außerdem haben einige von euch zu Recht kritisiert, dass wir den englischen O-Ton nicht lange genug haben stehen lassen. In dieser heutigen Folge gibt es keine englischen O-Töne, also damit gibt es kein Problem. Dann gab es zu einer Aussage von Andreas in der Folge über den Lauda-Air-Absturz, über Billigfluglinien, ja, sagen wir mal, heftige Reaktionen und Kontroversen, Andreas. Ja, ich habe gesagt, dass es nicht nachweisbar ist, dass Billigflieger unsicherer seien als große Linienfluggesellschaften. Und dazu muss ich auch stehen, weil es auch so ist, weil die Fakten, wenn man also rein die Unfallopfer und die Absturzanzahl zählt, sprechen da eine klare Sprache. Was aber nicht trotzdem heißt, dass man auch gewisse Trends erkennen kann, ohne Tote zu zählen, die aber trotzdem in der Tat darauf hindeuten, dass manche Dinge bei Billigfliegern auf jeden Fall mit weniger Sicherheitsmarge gehandelt werden, ab und zu. Das reicht von Dienstzeiten bis Spritmengen. Dafür gibt es immer wieder auch aktuelle Beweise. Das heißt, da gibt es schon einen Trend, dass man sagt, okay, zumindest die Sicherheitsmarge ist oft offensichtlich kleiner als bei großen Airlines. Das kann man schon sagen, aber die reinen Fakten für Unfälle, da gibt es keinen Unterschied zwischen beiden Kategorien bisher. Und ein weiterer Punkt hat viele Reaktionen hervorgerufen in der Folge. Das Unglück der Nachteule über den Western-Absturz in Mexico City bei der Landung. Da war unser Experte Focko Doyen, Ex-MD-11-Pilot, und er hat zum Thema Stress oder Streit im Cockpit gesagt, man müsse sich immer vertragen. Es sei eine Frage der Professionalität, dass auch Piloten miteinander fliegen, die sich nicht mögen, die sich vielleicht sogar streiten. Und da haben viele, übrigens auch aktive Pilotinnen und Piloten, uns geschrieben und gesagt, nichts gegen Kultpilot Focko, aber an der Stelle sind wir nicht seiner Meinung. Natürlich muss es auch möglich sein, zum Flottenchef oder zur Dienstplanung zu gehen und zu sagen, hier mache ich mir wirklich um die Sicherheit Sorgen. Ich glaube, es ist kein gutes Duo im Cockpit oder kein gutes Trio, je nachdem. Also, das die Richtigstellung. Jetzt sozusagen der Blick in die Zukunft oder auch in die Gegenwart. Wir haben euch gefragt, wie soll es weitergehen mit Flugforensik? Soll es ein exklusiver Podcast auf einer einzigen Plattform werden oder soll er frei bleiben? Und 98% von euch haben abgestimmt und gesagt, der Podcast soll frei bleiben. Wir würden euch gerne mit Spenden zum Beispiel unterstützen. Und das geht ab sofort über Patreon. Müsst ihr euch jetzt nicht aufschreiben, sondern einfach auf unserer neu gestalteten Website flugforensik.de nachgucken.
Da könnt ihr für uns spenden, 3 Euro, 5 Euro oder 10 Euro im Monat mit unterschiedlichen Gegenleistungen. Wir werden das immer wieder dann auch erzählen, wollen jetzt aber am Anfang nicht zu sehr in die Details gehen. Übrigens auch neu auf unserer Website ein Ticker, der sagt, oder ein Timer, der sagt, wann die nächste Folge erscheint. Das haben sich viele gewünscht. Und schließlich der Link zu Trommelwirbel. Andreas? Merchandising. Ja, Merchandising, bist ganz überrascht. T-Shirts, Collegejacken, was gibt's noch? Ich glaube Mützen mit den Aufdrucken Flugforensik, so heißt der Podcast, Flugforensiker oder auch Flugforensikerin. Puh, das war die längste Vorrede in der Geschichte unseres noch relativ jungen Podcasts. Umso wichtiger, dass wir jetzt kurz und prägnant zum heutigen Fall kommen. NFD 108 in der Nutshell. Bitte, Andreas. Ein Regionalflug von Hannover nach Düsseldorf im Februar 1988, eine Turboprop-Regionalmaschine mit 19 Sitzen, und die war auf dem Weg nach Düsseldorf im Anflug in ein Wintergewitter geraten und ist dann nach Blitzschlag und einem totalen Stromausfall im Anflug über Essen abgestürzt. Ja, und wie der Unglücksflug NFD 108 begann, hören wir jetzt. Es ist ein nasskalter Februarmorgen, an dem sich 19 Passagiere in Hannover an Bord der zweimotorigen Metroliner 3-Maschine begeben. Es ist 6.45 Uhr und der Flug führt nur bis nach Düsseldorf. Die Maschine hat 10 Reihen, links und rechts des Ganges je ein Sitz. Für die einen Fluggäste ist es ein Zubringer zu Langstreckenflügen. Für die anderen der schnellste Weg zu Business-Meetings, eine typische Mischung für die kleine Regional-Airline NFD. Im Cockpit der Turboprop-Maschine sitzen Ralf Borsdorf, 36, und seine Co-Pilotin Sibylle Heilmann, 29. In ihren Vorbereitungen spielt der Bericht der Flugwetterwarte Hannover eine wichtige Rolle. Aus diesen Unterlagen kann die Cockpit-Crew ersehen, dass es vor dem Zielflughafen Düsseldorf zu Gewittern mit Hagel sowie zu schweren Turbulenzen kommen kann. Dazu müssen die Piloten eine Enteisung organisieren. Um 7.12 Uhr erteilt der Tower in Hannover-Langenhagen die Startfreigabe für den Flug Flamingo 108, so lautet das Rufzeichen für den NFD. Die Fairchild-Metro hebt um 7.15 Uhr ab, mit 15 Minuten Verspätung. Ein alter Bekannter, wenn man so will, aus diesem Podcast, war übrigens auch beim NFD-Pilot. Erik van Wingerden, ihr kennt ihn vielleicht noch aus der Folge zu Alaska Airlines, Helden ohne Chance. Und er war eben nicht nur NFD-Pilot, sondern ist auch eben jenen Metroliner geflogen. Und ich wollte von ihm wissen, von Erik van Wingerden, wie man sich die Stimmung an Bord von solchen Flügen Hannover, Düsseldorf mit so einem kleinen Flugzeug vorstellen muss. Ich war auch in Hannover stationiert eine Zeit lang für den Nürnberger Flugdienst und dann auch diese kurzen Flüge. Also wie gesagt, meistens nur Geschäftsleute. Dann auch viel Flieger in diesem Bereich. Also es gab auch Gäste, die kamen schon mit einem Kopfhörer oder mit so einem, also nicht mit einem Kopfhörer, aber mit so einem, mit so einem Gehörschutz, weil es war extrem laut in diesem Flugzeug. Und die Kenner haben sich immer gleich hinten hingesetzt, da war es nämlich am leisesten. Und die Stimmung war immer sehr gut, weil ich musste als Co-Pilot, musste ich immer mit dem Getränkekorb und dem Essenskorb einmal durch die Kabine. Und natürlich auch Kaffee und Tee anbieten, das war meine Aufgabe auch. Und dann bin ich nach vorne ins Cockpit gesprungen und dann ging es eigentlich auch schon los. Also die Stimmung war immer gut. Ich gebe es ganz offen zu, darf ich ja auch so als halber Luftfahrtlaie, das ist meine Rolle in diesem Podcast. Vor der Beschäftigung mit dieser Episode hatte ich noch nie was von einer Fairchild-Metroliner, ob 1, 2 oder 3 gehört. Andreas, was ist das für ein Flieger? Sie wurde auch die Angströhre genannt, weil sie sehr eng war. Ja, weil sie sehr eng war und weil es aus heutiger Sicht sicher unzumutbar unbequem wäre für viele Passagiere. Das war ein Turboprop-Flugzeug für 19 Passagiere mit 2 Turboprop-Motoren von den Fairchild-Werken in San Antonio in Texas, und die wurde gebaut zwischen 1968 und 2001. Bist du auch mal mit der geflogen? Ja, bin ich, aber nicht in Deutschland, sondern in den USA. Der wurde auch damals in den 80ern viel verwendet, sozusagen als Feeder für diese Regionalpartner von den großen Airlines. Ich hatte bei Delta Airlines einen Standby-Pass, konnte man damals kaufen in Deutschland für USA. Und da sind wir dann wirklich, bin ich damit mehrfach morgens hin, abends zurück von L.A. nach San Diego und wieder zurück, wie mit so einem Bus zur Arbeit sozusagen, im Urlaub, aber zum Sightseeing geflogen. Und das war schon eng. Und da hatten wir auch teilweise, mussten noch Handgepäck in der Nase verstaut werden, weil in der Kabine ist null Platz. Man konnte nur gebückt durch die Kabine schleichen. Also das war schon aus heutiger Sicht wirklich eine enge Röhre. Ja, man merkt es an deinen Erzählungen. Wir reden über die Zeit in den 80ern, Mitte, Ende der 80er Jahre. Da war auch in Deutschland der Luftverkehrsmarkt ein komplett anderer. NFD und überhaupt, also das kennen ja heute viele gar nicht mehr. Kannst du uns kurz mitnehmen in diese Zeit? Was war das für eine Zeit im deutschen Flugverkehr?
NFD steht für Nürnberger Flugdienst. Das war ein Pionier, gegründet von Hans-Rudolf Wörl, der eben ein Textilunternehmer war und dann aber eben auch Pilot und dann sozusagen in diesen Markt so ein bisschen reinkam, weil er ursprünglich Charterflüge mit einer, glaube ich, zweimotorigen Cessna veranstaltet hat. Und dann Anfang der 80er hat diese Firma gegründet, weil er auch selber aus der Nürnberger Gegend kam und Nürnberg halt ein relativ großer Industriestandort war, aber natürlich von Lufthansa, die damals der einzig herrschende Platzhirsch war auf dem deutschen Luftfahrtmarkt, völlig vernachlässigt wurde. Die mussten alle nach Frankfurt fliegen, um überhaupt irgendwo hinzufliegen aus Nürnberg und da eben da relativ viele große Firmen von, ich weiß nicht, Quelle bis sonst wem angesiedelt waren, gab es auf diese Weise eben die Möglichkeit, auch gerade für Geschäftsreisende von nach Nürnberg, direkte Verbindungen auch innerdeutsch anzubieten mit kleineren Flugzeugen und das eben auch unter dem Radar der Lufthansa. Das war die Idee und das hat sich dann relativ schnell entwickelt mit dem beeindruckenden Erfolg, dass der NFD, ich glaube Mitte der 80er, 86 oder so, wurden sie zugelassen vom Bundesverkehrsministerium. Das gab ziemlich viel Verwicklung erstmal, aber es hat dann doch geklappt als die zweite deutsche Linien-Airline nach der Lufthansa, was wirklich ein Meilenstein war. Du hast den Namen des Gründers schon erwähnt, Hans-Rudolf Wörl, und ich kann sagen, wir sind sehr froh und stolz, dass wir ihn gleich im Interview haben. Aber bevor wir mit ihm sprechen, auch natürlich über den tragischen Absturz, um den es in dieser Episode geht, kannst du uns vielleicht mal kurz einordnen, welche Rolle er als, kann man schon, glaube ich, sagen, einer der Pioniere der deutschen privaten Luftfahrtunternehmen gespielt hat. Also Wörl war ganz sicher oder ist ganz sicher ein Pionier der deutschen Luftfahrt und jemand, der sich sehr engagiert hat, irgendwie Dinge aufzubauen abseits von Lufthansa, weil es eben wirklich Jahrzehnte so war, deutsche Luftfahrt war Lufthansa und dann kam überhaupt nichts mehr. Und da hat er sich eben bemüht, und das ist ja auch völlig zu Recht so, weil es gibt einfach noch diverse Märkte außerhalb der Lufthansa, muss es auch geben aus Wettbewerbsgründen. Und er hat eben diesen NFD ursprünglich gegründet, der hat dann später fusioniert mit RFG. Später wurde daraus die erste Eurowings, die also eine Regional-Airline war, deren Name heute noch in anderer Form existiert bei Lufthansa im Konzern. Und er hat später viele wichtige deutsche Firmen aufgekauft oder mitbesessen, unter anderem die Deutsche BA und die LTU. Vielen Dank, Andreas. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Hans-Rudolf Wörl. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Können Sie uns kurz abholen, wo stand Ihre Airline, der NFD, zu der Zeit des Absturzes, wirtschaftlich und von der Organisation? Also das war natürlich die ganz großartige Zeit des NFD. Wir hatten ja 1974 als klassische Businessflieger begonnen, haben uns dann immer weiterentwickelt und dann in Anfang der 80er Jahre in den Linienverkehr eingestiegen. Wir waren dann 1982 neben der Lufthansa die erste deutsche privat designierte Linienfluggesellschaft. Das war also wirklich eine Sensation in der damaligen Zeit, was letztendlich die Tür und Tor geöffnet hat, dass wir heute billig fliegen können. Denn das hat eigentlich den Open Sky ermöglicht, also die Möglichkeit, außerhalb von gesetzlichen Tarifen etc., Airlines zu gründen, Airlines zu betreiben und Linienverkehr zu betreiben. Und insofern fühle ich mich tatsächlich ein bisschen mehr als Pionier, was die Liberalisierung in Europa anbetrifft, als Flugpionier, denn geflogen sind viele andere auch. Vielleicht gleich mal direkt gefragt, wie viel Zeit hatten Sie als erfolgreicher Mode- oder Textilunternehmer für dieses ambitionierte Projekt NFD? Es war immer meine Ambition und meine Stärke, nicht selbst derjenige zu sein, der alles besser weiß. Ich habe mir immer die besten Mitarbeiter gesucht, habe sie fair bezahlt, habe sie, glaube ich, auch gut bezahlt. Und ich habe sehr, sehr viel auf die Fachkompetenz meiner Leute in der Technik und im Flugbetrieb gehört. Dazu habe ich dann meine eigene Meinung gehabt. Und ich glaube, diese Kombination war ganz gut. Und wenn wir am Ende des Tages Europas größte private Regionalfluggesellschaft geworden sind, bevor wir dann mit RFG fusionierten, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf diese 10 Jahre, die wir im Linienverkehr aufgebaut haben. Also ich weiß gar nicht, ob der Vergleich zulässig ist, aber ich habe hin und wieder bei der Vorbereitung ein paar Parallelen zu Niki Lauda gehabt, weil es eben auch eine prominente Person, eine starke Persönlichkeit ist, auch ein Pilot und Betreiber einer Fluggesellschaft. Und wir haben uns kürzlich mit dem Fall der Lauda eher beschäftigt und haben von Mitarbeitern gehört, dass er so eine Art, ich sag's mal, patriarchaler Chef war, der in Wien-Schwechat auch mal in die 767 kam und geguckt hat, wie sauber die Sitze sind. Und wenn sie nicht sauber waren, gab's ja ein Donnerwetter für die Flugbegleiter. Waren Sie eher auch so ein Typ wie Niki Lauda oder haben Sie voll den Mitarbeitern vertraut? Also ich glaube, wir waren damals alle ziemlich gleich. Das war ja nicht nur Niki Lauda, den ich sehr, sehr gut kannte, mit dem wir ja auch die Europäische Regionalfluggesellschaftsorganisation gegründet haben. Es war Moritz Suter von Crossair. Es waren sehr, sehr viele ambitionierte Leute. Und im Grunde genommen muss ich sagen, es war eigentlich nur auf diese Art möglich, indem man sich wirklich um alles gekümmert hat, indem man wirklich dafür gesorgt hat, dass die Flugzeuge sauber waren.
Wir waren nicht eine Airline, die aufgestellt war, die für jeden Sitz einen eigenen Sachverständigen hatte, sondern wir mussten als Chefs einfach überall da sein. Wir mussten die Probleme erkennen und wir mussten Lösungen finden. Es war wirklich Aufbauarbeit, aber am Ende des Tages haben wir uns doch dann ganz gut behauptet. Und ich meine, wenn man sich überlegt, dass die Swiss heute nur noch besteht, weil es mal die Crossair gab, die Eurowings eigentlich die direkte oder immer noch NFD ist und RFG, und dann glaube ich, brauchen wir nicht unzufrieden mit dem sein, was wir erreicht haben. Vielleicht können Sie sowohl als ehemaliger Airline-Chef, aber auch als ehemaliger Metropilot uns mal aus Ihrer Sicht die Metroliner beschreiben. Das war für Passagiere doch sehr eng. Ich konnte darin überhaupt nicht stehen zum Beispiel. Ich bin damit auch schon ein paar Mal geflogen. Also aus heutiger Sicht war das indiskutabel unbequem, aber damals war es natürlich die einzige Möglichkeit überhaupt, auf solchen Strecken Linienflug zu betreiben, vermutlich. Also wenn Sie heute mit einem privaten Learjet fliegen, ist der auch nicht bequem und die Leute finden das unglaublich sexy. Nein, ich sehe das ein bisschen anders. Wir haben natürlich immer ein bisschen gespottet. Wir haben den Passagieren gesagt, guck mal, wir sind die einzigen Airline, bei der jeder einen Einzelsitz hat, bei der jeder einen Fensterplatz hat. Das konnte keine Lufthansa, das konnte niemand andere bieten. Und im Übrigen haben wir einen Sitzplatz angeboten. Kein Mensch steht im Flugzeug. Und wenn Sie mal im Metroliner gesessen waren, Sie hatten relativ viel Beinfreiheit ging, die war vergleichbar, aber sie hatten viel mehr Armfreiheit als in jedem Linienflugzeug. Also unbequem in diesem Sinn war er nicht und das war natürlich ein deutlicher Vorteil, wenn Sie von Nürnberg nach Paris, was unsere erste wichtige Strecke war, die Alternative hatten, mit uns in 90 Minuten hinzufliegen oder mit Umsteigeverbindung über Frankfurt in 3,5 Stunden. Ich glaube, das hat das bei Weitem kompensiert. Und ich sage immer, Umsteigen in Frankfurt ist auch nicht bequemer als ein Metroliner. Wie oft sind Sie in dieser Zeit, Mitte, Ende der 80er Jahre, selbst die Metroliner geflogen? Also sehr, sehr häufig. Ich habe in der Zeit, wo wir mit Metroliner angefangen hatten und die ersten Strecken aufgebaut haben, kam ich durchaus im Monat auch auf 40, 50 Stunden. Also durchaus das, was ein anderer Pilot auch geflogen hatte. Insofern waren Sie auch mit Ihrem Team, Ihren Kolleginnen und Kollegen, die eben auch Ihre Angestellten waren, wahrscheinlich bestens vertraut. Kannten Sie die Besatzung von Flug NFD 108 persönlich? Ja, die kannte ich sehr gut. Und ich meine, es war ja eine Frau und es war ein Mann, eine gemischte Crew. Und die Co-Pilotin hatte gerade ein Angebot bekommen bei einer anderen Airline. Sie kam zu mir und sagte, sie würde uns verlassen. Ich habe das bedauert. Und insofern hat sie die Einstellungstest, ich glaube, es war damals LTU, alle bestanden, was ich als Zeichen gewährt habe, dass sie auch wirklich eine gute, umsichtige Pilotin war. Und es gab auch keine negativen Kommentare. Sagen wir, es war damals immer noch ein bisschen ungewöhnlich, dass man Frauen im Cockpit hatte. Aber gleichwohl kam sie mit ihren Kollegen und mit allem ganz gut zurecht. Und auch der Kapitän galt als sehr umsichtig und vorsichtig. Es gab sogar Leute, die sagten, seine Vorsicht war schuld an dem Unfall. Aber das sind Dinge, die alle in dem Bereich der Spekulation sind. Auf jeden Fall waren es beides Crews, gegen die es keine negativen Berichte weder bei Checkflügen noch sonst irgendwo gab. Vielen Dank für diese Einschätzung, Hans-Rudolf Wörl. Wir sprechen natürlich später noch mit Ihnen. Jetzt wollen wir aber erstmal hören, wie der Flug Flamingo bzw. NFD 108 weiterging. Die erste halbe Stunde des Fluges verläuft reibungslos. Flugbegleiter gibt es nicht in der kleinen Maschine. Für einen Service an Bord wäre auf dem kurzen Hüpfer von Hannover nach Düsseldorf auch keine Zeit. Der Metroliner ist auf Flugfläche 140 unterwegs, also in gut 4000 Metern Höhe. Auf dem Stimmenrekorder ist aufgezeichnet, dass sich die Cockpit-Crew über die Gewitterlage im Düsseldorfer Raum unterhält. Für besonders gefährlich halten die Piloten das Wetter aber nicht. Um 7.47 Uhr erhält Flamingo 108 die Freigabe zum Sinkflug bis auf 3000 Fuß. Die Maschine sei nun Nummer 3 in der Landereihenfolge. Um 7.50 Uhr und 14 Sekunden warnt der Düsseldorfer Director die Piloten. Flamingo 108, the same information for you. The preceding landing experienced a lightning strike on about 6 miles final. Die Besatzung antwortet, we copied and are looking outside. 30 Sekunden später erkennen die Piloten, dass sie sich nun direkt vor der Gewitterzelle befinden. Mithilfe des Wetterradars in ihrem Cockpit, aber auch, weil sie Blitze sehen.
Erik van Wingerten ist die Metroliner unter anderem geflogen. Viele andere Muster auch, bis hin zur A320. Und mich würde interessieren, wie fliegt sich denn so eine Angströhre, hat Andreas vorhin gesagt. Eher wie eine Cessna oder doch eher wie ein Airbus? Ich glaube, die Metro ist mehr eine Cessna. Also zumindest von der Instrumentierung. Dadurch, dass es auch als Single Pilot, also als Einmannbesatzung geflogen werden konnte, war es natürlich sehr linkssitzlastig ausgelegt, sage ich mal. Nichtsdestotrotz haben wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch unser Role Reversal gehabt. Also der Kapitän ist, sage ich mal, hingeflogen, der Copilot zurück, am nächsten Tag vielleicht andersrum. Also es war nicht so, dass der Copilot hier nur den Funk gemacht hat oder nur assistiert hat, so war es nicht. Also es wurde schon von beiden Seiten aus geflogen. Die Metro war zum Teil aber schon ganz gut entwickelt. Also wir hatten zum Beispiel eine volle Startautomatik, um die Triebwerke anzulassen. Das, was die MD-80 zum Beispiel gar nicht hatte, da mussten wir alles noch manuell machen. Oder zum Beispiel hatte die Metro ein gutes Stall-Avoidance-System, weil sie war schon sehr griffig und sie wollte schon geflogen werden, weil sie hatte eine relativ kurze Fläche, eine hohe Flügelbelastung, war relativ instabil. Also man musste immer ein Auge drauf haben, was der Flieger macht. Ja, und im Auge hatten die Piloten eben nicht nur die Instrumente, sondern auch das Wetter. Wir haben es gehört, sie sehen ein Gewitter, sie sehen Blitze vor sich. Inwieweit das generell gefährlich ist, das klären wir natürlich im Laufe dieser Folge. Aber unangenehm ist so ein Blitzschlag auch für Piloten in jedem Fall, oder? Ja, also das ist, wenn ein Blitz einschlägt, ist schon sehr spannend. Also es gibt einen unheimlich lauten Knall. Es ist nicht immer so, dass man geblendet wird durch diesen Blitz, denn das kommt darauf an, wo der Blitz einschlägt. Oftmals schlägt er auch in die Tragfläche ein, unten am Rumpf oder in die Triebwerke, in die Verkleidung der Triebwerke. Und man fühlt dann praktisch schon ein Kribbeln. Also bei mir war das so ein elektrisches Kribbeln irgendwie in den Füßen und man erschreckt sich natürlich auch schon fast zu Tode, weil das wirklich sehr, sehr laut ist. Und diese Blitze haben natürlich einen Eintritt und einen Austritt und meistens tritt der Blitz oder wird die meiste Ladung wird natürlich wieder abgeleitet durch so kleine Bürsten, die hinten an der Tragfläche oder auch hinten am Leitwerk sind. Und da wird dann die Leitung, die elektrische Ladung praktisch wieder in die umgebende Luft abgeführt. Aber meistens tritt der Blitz auch irgendwo wieder aus und dann ist es auch schon wieder vorbei, das Event. Aber es gibt wirklich auch Blitzschläge, wo, habe ich schon gesehen, bei Flugzeugen, war jetzt nicht bei mir, aber da waren wirklich handflächengroße Verbrennungen auf dem Lack zu sehen. Und die größte Verbrennung, die war bestimmt einen halben Quadratmeter, das muss ein Riesenblitzschlag gewesen sein. Und das ist schon sehr gefährlich, muss man sagen. Auch natürlich in Kombination mit Hagel und schweren Turbulenzen. Auch du hast als Vielflieger schon mal einen Blitzschlag an Bord erlebt, Andreas. Ja, das war eine Boeing 727 der Air Canada im Weg von Toronto nach John F. Kennedy in New York. Und es war im Anflug auf New York. Es war sehr gewittrig logischerweise und es war sehr bumpy, also sehr, sehr raue Luft. Und plötzlich hat es auch wirklich einen ziemlichen Knall, es hat ziemlich geleuchtet. Es war ja schon so dämmeriges Licht draußen, weil wirklich in die Tragflächenspitze links ist ein Blitz eingeschlagen. Da hat der Pilot sich gemeldet, ja, wir hatten einen Blitzeinschlag, aber machen Sie sich keine Sorgen, ist alles in Ordnung und wir landen gleich. Und wie eben Erich von Wingerden sagte, es gibt so Static Port, heißt nicht, aber es gibt so kleine, wie so Drähte, die hinten an der Tragfläche auch rausragen. Das sind die, wo ihr sagt, Bürsten. Das sind also eher quasi so kleine die Drähte, die hinten rausragen, die eben bewusst sieht man auch, wenn man sich genaue Bilder ansieht von 747, man das auch hinten rausgucken. Einige Modelle auf jeden Fall, einige Versionen. Das sieht ganz aus wie eher sportlich aus, wie so zwei Wurmfondsätze. Aber das sind diese Ports, wo dann sozusagen die elektrische Energie abgeleitet wird. Und das war in diesem Fall eben auch so. Bei dir ist es zum Glück nicht fatal ausgegangen. Hören wir, wie Flug Flamingo 108 zu Ende ging. Es ist 7.54 Uhr. Flug Flamingo 108 befindet sich im Landeanflug auf Düsseldorf. Co-Pilotin Heilmann weist den Piloten Borsdorf darauf hin, dass sie sich links von der Anflugmittellinie befänden. Er solle doch nach rechts drehen, mitten rein ins Gewitter. Borsdorf antwortet, er wolle da nicht unbedingt reinfliegen. Trotzdem erfüllt Borsdorf den Wunsch seiner Kollegin, ändert den Kurs zurück nach rechts direkt ins Gewitter. Möglicherweise ein fataler Fehler. 7.55 Uhr und 8 Sekunden. Der Gleitpfad ist erreicht und Kapitän Borsdorf weist die Co-Pilotin an, die Landeklappen erst auf Viertel, dann auf halbe Stellung auszufahren. Keine Minute später
schlägt ein Blitz im Metroliner ein und löst einen Stromausfall aus. Wichtige Navigations- und Funkgeräte fallen aus und die Piloten können sich zumindest kurzzeitig nicht mehr über ihre Headsets verständigen. Was genau im Cockpit gesprochen und entschieden wurde, kann heute nicht mehr gesagt werden. In jedem Fall verlieren die Piloten die Orientierung und die Kontrolle über die Maschine. Durch die bereits halb ausgefahrenen Landeklappen ist das Flugzeug kopflastig getrimmt. Die Maschine trudelt durch Blitze, Schnee, Hagel und Graupelschauer durch die Wolken. Die Piloten versuchen immer wieder an Höhe zu gewinnen. Augenzeugen berichten später, die Maschine sei in Korkenzieherbahnen zu Boden gerast. Um 7.58 Uhr zerbricht der Metroliner in der Luft. Bei dem nachfolgenden Aufschlag zwischen Essen-Kettwig und Mülheim werden alle Insassen getötet. Ein Flugzeugabsturz im südlichen Ruhrgebiet. Wir haben jemanden gefunden, der mit als einer der ersten an der Absturzstelle war. Warum, erzählt er etwas später. Erstmal haben wir ihn, den Fotografen Detlef Kreimeier, gebeten, mal die Unglücksstelle zu beschreiben. Das ist eine Flussaue, wenn man so will. Also die Ruhr meandriert da auch so ein bisschen, also schlängelt sich so ein bisschen durch. Das größte Bauwerk direkt neben der Abschussstelle ist die A52 Ruhrtalbrücke. Also für die Autobahn A52 ein riesiges Bauwerk aus den 60er Jahren. Man hätte sich jetzt besser nicht ausmalen sollen, was passiert wäre, wenn. Ist aber nicht passiert. Und der Pilot hat es tatsächlich geschafft, wie auch immer, dass die Maschine auch kein Gebäude beschädigt hat, sondern auf dem freien Feld zerschellt ist. Es war im Prinzip auf einem damals im Februar natürlich nicht bestellten Acker. Ob es wirklich ein willentlicher, bewusster Akt der Piloten war, die Maschine in den Acker stürzen zu lassen, das gibt der Unfallbericht nicht her. Und wir werden auch später hören, dass das eher im Grunde zu bezweifeln ist, womit Detlef Kreimeier aber natürlich absolut recht hat, ist, dass es ein großes Glück ist, dass es am Boden keine weiteren Opfer gab. Einer, der sich auch bis heute, nun fast 35 Jahre danach, noch sehr gut an diesen ganz besonderen, diesen traurigen Tag erinnern kann, ist Uwe Klein. Er war damals bei der Polizei. Und hallo erstmal, Herr Klein. Ja, schönen guten Tag. Was genau war denn Ihre Funktion bei der Polizei in Essen? Ich war Leiter der Pressestelle, obwohl Leiter übertrieben ist. Ich war alleine mit einer Hauptkraft, weil die Pressearbeit bei der Polizei noch nicht die Rolle gespielt hat, wie sie heute gespielt wird. Wir haben den Wetterbericht gehört. Das war ein gewittriger Wintertag, Gewitter, starker Wind, Hagel, Schnee, alles, was das Wetter so zu bieten hat Anfang Februar. Und es war früh morgens. Das Ganze ist kurz vor 8 Uhr passiert. Können Sie nochmal nacherzählen, wann Sie zum ersten Mal von diesem Absturz mitbekommen haben und was dann die nächsten Minuten erstmal geschehen ist? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, denn ich saß mit vielen meiner Kollegen in der Frühbesprechung der Kriminalpolizei, als kurz nach 8 die Tür aufging und jemand ganz aufgeregt berichtete, in Kettwig sei ein Flugzeug abgestürzt. Sofort wurde die Frühbesprechung abgebrochen und alle Kollegen gingen so zu ihren Dienststellen. Und ja, da lief die ganze Maschinerie der Kripo, aber auch der gesamten Essener Polizei an. Ja, vielleicht können wir da nochmal im Detail drauf eingehen. Also Sie waren, haben Sie schon gesagt, Pressesprecher bei der Polizei in Essen. Das heißt, wahrscheinlich dauerte es nicht sehr lange, bis die ersten Medienanfragen kamen. Oder haben Sie erstmal die Medien proaktiv unterrichtet? Ja, das ist auch noch so eine Randgeschichte. Also ich bin sofort auf meine Dienststelle gegangen. Und da wir zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr aktive Pressearbeit geleistet haben, habe ich zunächst einmal die Redaktion angerufen, die eventuell Interesse haben, so früh, also zu dieser frühen Zeit, weil die Zeitungen, die fangen ja immer viel später an. Und so habe ich als erstes die Redaktion der Bild-Zeitung in Kettwig angerufen. Und der Absturz, der geschah ja fast vor der Haustür dieser Redaktion. Und ich wollte einfach die Information loswerden, es ist ein Flugzeug abgestürzt. Und ich war ganz überrascht, als mir der aufnehmende Redakteur gleich schon mitteilte, was es für eine Maschine sei und wie viele Passagiere in der Maschine gesessen hätten. So wusste ich ganz früh, und das muss man sagen, durch die Bild-Zeitung, was es für ein Maschinentyp war wie viele Insassen dort in der Maschine gesessen haben.
Mich interessiert mal, was es für die Polizei oder auch für die Feuerwehr an dem Tag sozusagen taktisch bedeutete. Es war ja relativ schnell klar, dass da eigentlich keiner überlebt haben konnte. Also noch Überlebende mussten eigentlich nicht gesucht werden. Die Abschlussstelle war ja relativ sozusagen außerhalb jeder Siedlung, also auch wahrscheinlich relativ leicht abzusperren. Daher meine Frage, was war denn für die Polizei eigentlich die Hauptaufgabe an dem Tag oder auch für die Feuerwehr? Ja, die Polizei ist eine Behörde und die muss erstmal immer gucken, sind wir überhaupt zuständig? Und das ist auch so eine Randgeschichte bei diesem schrecklichen Unfall. Der Wachleiter damals, der Polizeiwache Kettwig, sagte, die Absturzstelle liegt auf dem Stadtgebiet von Mülheim. Viel später stellte sich heraus, dass die Absturzstelle, das war ein freies Feld in den Ruhrwiesen, tatsächlich in Essen war. Wenn in Deutschland ein Flugzeug verunglückt, ganz egal ob eine kleine einmotorige Maschine, ein Segelflieger oder wie in diesem Falle ein Verkehrsflugzeug, dann gibt es auch eine Nachricht, in der Regel einen Anruf bei der BFU in Braunschweig. Das ist die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und die räumliche Nähe zum Luftfahrtbundesamt ist kein Zufall. Diese Organisationen sind quasi verschwestert oder verpartnert. Und von der Flugunfalluntersuchung zum Absturz NFD 108, da gibt es keinen aktiven Ermittler mehr. Der letzte ist vor einem halben Jahr aus dem Dienst ausgeschieden, in den wohlverdienten Ruhestand. Ich bin sehr froh, dass wir aber trotzdem mit einem solchen echten Flugforensiker, wenn man so will, sprechen können, nämlich Jens Friedemann. Jens Friedemann, Flugunfallermittler, der vor allen Dingen aber unter anderem den Absturz in Überlingen untersucht hat, dem wir uns auch irgendwann mal widmen werden. Mich würde interessieren, Herr Friedemann, zunächst einmal, was sind denn die ersten Schritte an der Unglücksstelle für die Flugunfallermittler? Wenn wir an der Unfallstelle nachher dann eintreffen, da ist natürlich das Allerwichtigste zunächst mal Kontakt zu den Einsatzkräften, die ja vor uns schon da sind. Also das ist in der Regel dann eben Feuerwehr, möglicherweise THW, Polizei. Erstmal einen Überblick verschaffen, weil die uns gegenüber ja geraume Zeit Vorsprung haben, also die Entwicklung dort kennen. Sie müssen sich da einen Überblick verschaffen vor Ort. Mit welcher Unfallstelle haben wir es zu tun? Wie groß ist das? Reiche ich mit den 2 bis 4 Leuten hin, die ich hier jetzt alarmiert habe? Oder müssen wir noch mehr Kräfte nachziehen? Das ist so der wesentliche Punkt. Dann vor Ort nochmal aktualisieren. Dieses Jahr, heutzutage nennt man das eben Risk Assessment. Also welche Gefahren habe ich an der Unfallstelle. Da gibt es das, was jedem nachvollziehbar ist. Sie haben Druckbehälter, Sie haben Reifen von mir aus, Sie haben scharfkantige Gegenstände, Sie haben heutzutage Faserverbundwerkstoffe, wenn die dann gebrannt haben, also Kohlefaser, dann entstehen da so lungengängige kleine Fasern und die dürfen Sie natürlich nicht einatmen. Die sind eben krebserregend und die gehen auch nicht mehr raus aus der Lunge. Also solche Schutzüberlegungen müssen Sie anstellen. Und Sie müssen für diese letzten Endes Planung des Einsatzes an der Unfallstelle auch so ein bisschen abschätzen können. Ist das Flugzeug vollständig hier oder fehlen wesentliche Teile? Also es geht jetzt nicht auf die Schraubenebene, also fehlt jetzt irgendwie ein kleines Schräubchen, aber sind beide Tragflächen da, Fahrwerk da, Leitwerk da und so weiter. Also diese Dinge sind ganz wesentlich, um letzten Endes zu planen, okay, wir haben das ganze Flugzeug hier oder wir müssen noch womöglich Kilometer entfernt nach Teilen suchen, die wir hier einfach nicht haben. Wir würden dann damals versucht haben, Luftaufnahmen zu organisieren. Das hätte damals dann mit einem Polizeihubschrauber beispielsweise stattgefunden. Heutzutage hat man natürlich Drohnen. Wir haben selber auch welche dabei in den Fahrzeugen. Das sind so die ersten Schritte. Und dann bei einem Verkehrsflugzeug natürlich ist für uns von sehr, sehr hoher Priorität Zugriff auf die Rekorder zu bekommen. Wie findet man die eigentlich? Also wir kennen den berühmten Fall MH370, wo dann berichtet wurde, es gibt einen Zeitdruck, weil der Rekorder noch so und so lange Signale sendet. Da ist das Flugzeug mutmaßlich irgendwo im Meer versunken. Wie gehen Sie auf Spurensuche, außer dass Sie nach groß leuchtenden orangenen Kästen suchen? Blöderweise hat das Flugzeug ja manchmal gebrannt und dann ist das Orange eben einem, ja, weiß ich nicht, metallisch verbrannten gewichen. Also es ist nicht immer so gut zu erkennen. Aber man weiß grundsätzlich, muss man sagen, wo die Rekorder eingebaut sind. So, das weiß ich
weil ich ja Kontakt zur Airline habe, die mir das sagt, weil die Maintenance sagt, hier, da hinten ist es eingebaut. Üblicherweise ist es im Heck eingebaut. Dann würde es so sein, und ich glaube, es war damals auch schon so der Fall, dass bei so einem Ereignis, Verkehrsflugzeug amerikanischer Bauart, würde sehr wahrscheinlich das NTSB, unsere amerikanische Schwesterbehörde, Untersucher entsenden. Wir haben dann sehr engen Kontakt und die Diensthabenden tauschen sich dann sofort aus, sobald der Unfall passiert. Die würden sehr wahrscheinlich ein Untersuchungsteam auch in Marsch setzen von dort zur Unterstützung. Die würden auch begleitet werden von jemandem von der FAA, also von der Zulassungsbehörde dieses Flugzeuges und natürlich vom Hersteller selbst, die dann auch als sogenannte Advisor, Berater des NTSB-Delegationsleiters auch hierher kämen. Andersrum ist das auch immer wieder routinemäßig so der Fall. Und bei so einem größeren Ereignis mit vielen Toten und so weiter würden die auch kommen. Ansonsten gibt es bei kleineren Unfällen auch die Möglichkeit, jetzt per E-Mail, per Informationsbeschaffung ohne Reisen, sage ich mal, zu unterstützen. Also das ist auch gang und gäbe. Lange vor den Ermittlern der BFU war Detlef Kreimeier, den wir vorhin schon mal kurz gehört haben, am Unglücksort, der Fotograf. Und es ist auch kein Zufall, dass er so schnell da war, denn er hat sozusagen den Auslöser des Unglücks hautnah mitbekommen. Also wir haben damals keine 2 Kilometer Luftlinie von dem Unglücksort gewohnt, auf einem Bauernhof. Oben im Dachgeschoss war das Schlafzimmer und wir hörten einen wir haben gedacht, es wäre ein Blitzeinschlag. War es ja auch, weil in die Maschine ist ja ein Blitz eingeschlagen. Das war halt so. Und dann haben wir dann praktisch diesen Blitzeinschlag akustisch und eben auch einen hellen, irgendwas Helles durchs schräge Dachfenster gesehen. Ja, und danach knallte es. Da war die Maschine halt abgestürzt. So, also ziemlich laut war der Knall. Ich hatte damals einen sehr guten Kontakt zur hiesigen örtlichen Polizei. Und habe dann angerufen und die haben gesagt, ja, da, ich wusste, wo das war, ist ein Flugzeug abgestürzt. Mehr wussten die auch nicht. Und ich war im Prinzip noch fast vor den Rettungskräften, noch fast vor der Feuerwehr da. Da war halt die Maschine auf einem freien Feld zerschellt. Der Pilot hat es halt geschafft, nach dem Blitzeinschlag die Maschine über das Kettwiger Gewerbegebiet und über die Wohngebiete wegzuziehen, also rüber zu schaffen. Und dann bin ich da mit meinen Kameras rumgelaufen, habe da fotografiert, Schwarz-Weiß-Film damals halt, klassisch wie das eben so war, 1988. Dann kamen auch die Rettungskräfte und ich habe fotografiert, aber ich habe nicht viel gesehen. Erst als ich in der Dunkelkammer war, die Filme entwickelt hatte und die Schwarz-Weiß-Abzüge gemacht habe, konnte man das Ausmaß dessen, was da passiert war, erahnen. Es war Gott sei Dank Schwarz-Weiß. Ja, in dem Fall der Selbstschutz des Fotografen, der sich gar nicht so sehr mit dem Grauen, was sich ihm da darbietet, auseinandersetzt. Bei Flugzeugabstürzen gibt es oft schreckliche Bilder, die Ersthelfer sehen, die Augenzeugen, aber eben auch die Flugunfallermittler. Frage an Jens Friedemann von der BFU, den Flugunfalluntersucher. Wie geht man als Profi damit um? Hat man Angst vor Leichen? Ich sage immer gerne, wenn ich plötzlich Zeuge würde, also wenn ich um die Ecke biege und da liegt eine Leiche, würde ich mich vermutlich wie alle anderen auch total erschrecken und wäre auch in gewisser Weise traumatisiert. Im Unterschied dazu ist die Situation als Unfalluntersucher der, ich sagte schon, wir gehen ja erstmal in die Dienststelle, kriegen hier die Informationen, dann wissen wir schon, oh, wir haben so und so viele Tote da zu erwarten. Da sind sie vorbereitet. Wir fahren auch nicht dahin und nehmen jetzt allein schreckliche Bilder auf oder so. Sie haben da eine Routine, die Sie abfahren, was Sie aufnehmen müssen. Dazu zählt das Wrack, dazu zählt zu sagen, okay, haben wir beide Piloten im Cockpit oder ist einer gerade irgendwie im Gang gewesen oder ähnliche Dinge mehr. Wer sitzt wo? Gibt es Hinweise, wer denn wohl steuerführend war? Andere Informationen, angeschnallt, sind die Schultergurte benutzt jetzt bei anderen Luftfahrzeugen beispielsweise? Oder gibt es irgendwelche Hinweise, was eine Evakuierung angeht? Warum sind in der Reihe die Insassen ums Leben gekommen und warum sind die anderen rausgekommen? Gibt es dafür Erklärungen? Das heißt, natürlich müssen Sie mit diesem schrecklichen Anblick umgehen. Ja, da sind Körperteile, da sind tote Menschen, die Sie da sehen. Aber eben nicht im Sinne von einem solchen Erschrecken.
Was eindrucksvoll ist, ist natürlich, sagen wir mal, die Phase, wenn man eben anfängt in diesem Geschäft, das erste Mal vor der Frage steht, oh, hier ist jemand ums Leben gekommen und ich, wie gehe ich wohl damit um? Also natürlich werden sie vorbereitet in Gesprächen und so weiter, aber es ist eben dann das erste Mal, dass das wirklich so ist. Und ja, macht man sich schon ein bisschen Sorgen, wenn ich mich zurückerinnere, stelle ich mich da hin, muss ich mich da übergeben oder was weiß ich, falle ich da um oder so etwas. Da stellen sie aber fest, nee, das ist so nicht. Auf eine andere Art schrecklich ist dieser 8. Februar 1988 für Hans-Rudolf Wöhrl, den Chef und Gründer des NFD. Wir haben ihn vorhin im Interview schon mal gehört. Und Herr Wöhrl, können Sie sich noch erinnern, wie Sie damals von dem Absturz gehört haben? Ja, das weiß ich noch sehr genau, denn wir hatten natürlich einen sehr ausgeklügelten Notfallplan und dazu gehörte es als erstes, dass ich angerufen wurde und man mir sagte, also der Metroleiter ist im Anflug auf Düsseldorf, ist er vom Radar verschwunden und ich meine, ein Flieger verschwindet nicht einfach vom Radar. Es war natürlich sofort die Hoffnung, naja, hoffentlich ist irgendwo vielleicht notgelandet, vielleicht in Essen, denn die Strecke führte ja genau über Essen. Es war aber dann sehr, sehr schnell klar, dass das Flugzeug eben abgestürzt war. Und wir haben dann sofort versucht zu recherchieren, mit den Bodenleuten in Hannover zu sprechen. Was ist denn nun hier gewesen? Gab es bestimmte Flugvorbereitung? Denn bei diesen Wetterlagen war zunächst natürlich immer die Frage, ja, vielleicht waren es Vereisungsbedingungen. Aber der Borger war ein sehr umsichtiger Pilot. Der hatte das Flugzeug sogar enteisen lassen. Da war die Meinung, es wäre vielleicht auch nicht nötig gewesen, aber es zeigt doch dafür, dass es sich also hier wirklich auf die sichere Seite gestellt hat. Sie sind dann losgeflogen und ohne groß ersichtlichen Grund ist der Flugverkehr abgebrochen und sie sind dann eben in dieses Flusstal abgestürzt und ja, das war es dann eigentlich. Und natürlich war sofort die Meinung oder die Frage, vielleicht Bombenattentat und all diese ganzen Dinge. Ich habe dann gleich gesagt, also das kann ich mir nicht vorstellen, wer soll auf einem Metroliner, der von Hannover nach Düsseldorf fliegt, wer soll da ein Bombenattentat verfügen? Das ist also eigentlich widersinnig. Und es kam also dann außer Spekulation natürlich wenig raus. Es waren dann die Besucher oder die Leute, die im Umfeld waren, die dann von einem Knall gehört hatten und von Trümmern, die aus den Wolken fielen. Und das hat sich ja dann nachher auch leider Gottes als zutreffend herausgestellt, dass das Flugzeug tatsächlich in der Luft sich demontiert hat. Also extrem, extrem überzogen im Flugzustand gekommen sein muss. Bevor wir noch mal weiter über die Ursachen sprechen, wollte ich gerne noch mal über Ihren Tag, Ihre Erlebnisse als Airline-Chef sprechen. Denn ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Es ist einerseits zunächst einmal natürlich die Trauer und der Schmerz um die eigenen Mitarbeiter, um 19 ihrer Passagiere. Ein Schock, ein traumatisches Erlebnis. Andererseits sind Sie Chef einer Fluggesellschaft, die in einem harten Wettbewerb ist, haben auch da die Verantwortung. Sie müssen also dafür sorgen, dass der Betrieb aufrechterhalten wird. Wie sind Sie die ersten Stunden, die ersten Tage mit diesem Schock umgegangen? Ja, nur in diesen Fällen hatten wir, oder für diesen Fall hatten wir natürlich, wie die meisten Airline, einen ganz klaren Notfallplan. Der Notfallplan besagte, dass ich in der Firma bleibe und mein Partner, der Herr Möschel, an die Unfallstelle gereist ist. Das heißt also, er war sofort weg und ich war im Haus, habe natürlich dann die gesamte Kommunikation mit den Medien, mit den Behörden, mit all diesen Leuten geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Schmerz, der kam eigentlich erst dann später, als man sagte, als so die erste Ruhe wieder eingekehrt ist, dass man sagen kann, mein Gott, nochmal, es sind ja 21 Menschen gestorben. Es gab ja da noch andere Stimmen, eine Flugbegleiterin, die schon eingestiegen war, die dann nochmal raus musste, weil ein zahlender Passagier gekommen ist, der dann ums Leben kam und all solche Dinge, die bewegen einen dann natürlich in einer unglaublichen Art und Weise. Es ist alles in der Sache unvorstellbar. Und es kommen natürlich im Pilotenkreis die Spekulation. Jeder sagt, ja, was war da und könnte das gewesen sein? Man versucht sich eigentlich hier wie an einem Rettungsring im Atlantik festzuhalten, um irgendeine Begründung zu finden. Man wünscht sich sogar, man könnte irgendwie die Zeit damit zurückdrehen und den ganzen Unfall ungeschehen machen. Geht aber leider nicht. Ja, wir haben es jetzt mehrfach gehört, die Fairchild Metro ist von einem Blitz getroffen worden. Das passiert durchaus häufiger im Luftverkehr, lässt sich ja auch schlichtweg logischerweise nicht vermeiden. Aber zum Glück muss man auch sagen, sind Blitzeinschläge, wie ich finde, erstaunlich selten,
Ursache für schwere Flugzeugabstürze gewesen. Ein paar gab es aber schon. 26. Juni 1959. Ein Lockheed Starliner, der TWA, stürzt auf dem Weg von Mailand nach Paris ab. Ein Blitz ist 12 Minuten nach dem Start in die Maschine eingeschlagen und hatte Treibstoffdämpfe zum Explodieren gebracht und für starke elektrische Entladungen gesorgt. 68 Menschen sterben dabei. 8. Dezember 1963. Eine Boeing 707 der Pan Am stürzt auf dem kurzen Flug von Baltimore nach Philadelphia ab. Ein Blitzschlag hatte Treibstoffdämpfe in einem der Tragflächentanks entzündet, was schließlich zu einer fatalen Explosion führte. Alle 81 Menschen an Bord sterben bei dem Absturz. Heiligabend im Jahr 1971. Eine Lockheed Electra der peruanischen Lanza fliegt auf einem Inlandsflug in ein Gewitter mit schweren Turbulenzen. Der Blitzschlag löst ein Feuer an der rechten Tragfläche aus, das Flugzeug bricht auseinander und stürzt in die Berge. 91 von 92 Insassen sterben. Nur die 17-jährige Juliane Köpke überlebt den Absturz. Sie schlägt sich 10 Tage schwer verletzt durch den Dschungel und wird schließlich gerettet. Am 10. Oktober 2001 trifft es erneut eine Maschine vom Typ Metroliner. Der Flightline-Flug 101 wird bei Valencia vom Blitz getroffen und alle elektrischen Geräte fallen aus. Die Maschine stürzt ins Mittelmeer, alle 10 Insassen sterben. Später vergleichen Flugunfallermittler dieses Unglück mit dem Fall NFD 108. Am 15. Dezember 2014 schlägt der Blitz in eine Saab 2000 der Logan Air ein. Glaubt man den Passagieren, ein sogenannter Kugelblitz. Die Turboprop-Maschine befindet sich gerade im Anflug auf Somburg auf den Shetlandinseln. Weil die Piloten irrtümlich annehmen, der Autopilot habe sich infolge des Blitzeinschlags ausgeschaltet, kommt es zu einem unkontrollierten Sinkflug, der erst 7 Sekunden vor dem Aufschlag am Boden gestoppt werden kann. Am Ende kehrt die Maschine nach Aberdeen zurück. Alle 33 Insassen überleben. Dass nicht viel mehr Flugzeuge durch Blitzeinschläge abstürzen, ist auch das Verdienst eines Mannes, unter anderem muss man sagen, der lange bei Airbus unter anderem für den Blitzschutz zuständig war. Wir sprechen jetzt mit Heinz Krüger. Hallo, Herr Krüger. Hallo, ja. Hallo. Ich habe 2 Kinder und bin großer Fan der Sendung mit der Maus. Und da wurde mal erklärt, und was in der Sendung mit der Maus gesagt wird, stimmt immer, das wissen wir doch. Flugzeuge seien im Großen und Ganzen sicher vor Blitzeinschlägen, weil sie wie ein Faradayscher Käfig funktionieren. Jetzt werden Erinnerungen an den Physikunterricht wach. Können Sie mal ganz einfach erklären, wie funktioniert denn so ein Faradayscher Käfig? Ein Faradayscher Käfig besteht im Prinzip aus einer geschlossenen Metallstruktur, also einem, sagen wir mal, ein Rohr. Und wenn ein Blitz von außen dieses Rohr trifft, dann fließt der Strom eigentlich komplett über die Oberfläche und dringt nicht in das Innere ein. Das heißt, im Inneren spürt man davon theoretisch gar nichts. Aber, es gibt ein großes Aber. Der Faradaysche Käfig funktioniert perfekt, wenn die elektrische Leitfähigkeit des Materials sehr hoch ist, wie zum Beispiel Kupfer. Wenn die Leitfähigkeit nicht so hoch ist, dann dringt nach einer gewissen Zeit der Strom doch in das Innere ein. Mal ganz einfach erklärt, welche Maßnahmen schützen Flugzeuge gegen Blitzeinschlag bzw. gegen die Folgen eines Blitzeinschlages? Zum Blitzschutz ist die ganze Flugzeugzelle in 3 Zonen eingeteilt, entsprechend ihrer Gefährdung durch Blitzschlag. Zone A, wo man also davon ausgeht, hier ist es wahrscheinlich, dass es zu einem Blitzeinschlag kommt. Das sind also zum Beispiel in erster Linie die Flugzeugnase vorne, dann die Extremitäten, die Flügelspitzen, Leitwerksspitzen. So, und da wird auch meistens die höchste Energie übertragen. Deswegen muss man sich um diese Teile ganz besonders kümmern. Dann gibt es also das Phänomen des sogenannten Swept Strokes, also des verwehten Blitzes. Das heißt, wenn der Blitz vorne in die Flugzeugnase einschlägt, dann wird er vom Fahrtwind nach hinten verweht. Ein Blitz kann bis zu 2 Sekunden lang dauern, im Extremfall. Und dann während der Zeit weht der Blitz nach hinten und hüpft sozusagen über die Flugzeugoberfläche. Das
muss man mit berücksichtigen. Das heißt, es müssen überall leitfähige Pfade vorhanden sein. Das andere ist der sogenannte die Hang-on-Zone. Das heißt, wenn der Blitz nach hinten weht, dann ist natürlich irgendwann das Flugzeug zu Ende. Und dann kann er nicht mehr nach hinten wehen. Dann hängt er sich da daran fest wie ein Schweißgerät. Und da wird dann auch eine sehr viel Energie übertragen. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Und was ganz wichtig ist, besonders bei Kunststoffstrukturen, wenn ich jetzt eine schlecht leitfähige oder eine nicht leitfähige Oberfläche habe, dann ist es denkbar, dass ich Streifen, also Metallstreifen in gewissen Abständen installiere, und zwar immer dort, wo die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags am größten ist. Dort installiere ich Metallstreifen, und die sind dann für den Blitz sehr viel attraktiver sozusagen. Zum Schluss noch eine Frage zum Absturz der NFD-Maschine. Ich weiß, Sie waren nicht bei Fairchild, aber mich als Laien treibt sowas immer um. Da sind 21 Menschen gestorben, unter anderem deswegen, weil ein, ich glaube, in der Anschaffung nicht sehr teures Bauteil letztlich versagt hat, nämlich ein sogenannter, so ist es im Untersuchungsbericht genannt, Battery Bus Relay, also ein Relais, das nicht für diese Spannungen, die beim Blitzeinschlag auftreten, ausgerichtet war. Das wurde dann später nachgerüstet, aber ich frage mich dann immer, also das wissen doch Techniker, Elektriker, Ingenieure, welche Spannung so ein Relais aushält. Warum werden Bauteile eingebaut, die offensichtlich solche hohen Spannungen nicht abkönnen? Weil man die Höhe der Spannung nicht hat abschätzen können. Das ist der Grund. Wenn der Blitz einschlägt in das Flugzeug, jetzt abzuschätzen, wie hoch können die Spannungen jetzt im Innern werden, ist extrem schwierig. So, und das ist dahinter, das ist der Grund. Nicht? Da hat irgendwie der Blitzschutz, also in der Form, dass man das, was sich draußen abspielt, dass sich das nicht nach innen fortsetzt, das hat man unterschätzt. Das hat man falsch eingeschätzt. Vielen Dank, Heinz Krüger, Experte für Blitzschutz bei Flugzeugen und viele, viele Jahre bei Airbus. Andreas, wenn es denn doch passiert, wenn es einen Flugzeugabsturz gibt, dann ermittelt in Deutschland die BFU, das haben wir gehört, mit Sitz in Braunschweig. Und das ist nicht nur die Dienststelle, sondern auf dem Flughafen in Braunschweig haben die auch einen sehr interessanten Hangar, den du schon mal besucht hast. Ja, das ist sozusagen die Trümmerhalle, denn dort werden, das ist glaube ich offiziell so üblich, quasi alle Trümmer der Abstürze, über die sie ermitteln, hingebracht, was ja in den meisten Fällen wirklich Kleinflugzeuge sind. Das hängt daran, wenn man da reingeht, ich habe mich ja mal führen lassen vom Pressesprecher, und da waren wirklich, ich weiß nicht, bestimmt von 10 Unfällen lagen da die Fragmente von Sportflugzeugen aller Art. Das ist schon einigermaßen ein gespenstisches Kabinett dort, aber die werden natürlich einfach nur zusammen hingelegt, da wird nichts groß, also rekonstruiert, einfach, dass man sie in die richtige Reihenfolge legt und dann eben einzelne Teile untersucht. Beim NFD damals war es aber anders, weil es gibt manchmal große Abstürze, da gibt es auch einige aus der großen Luftfahrtgeschichte und unserer Geschichte hier, wo das gemacht wurde, also von Pan Am 103 aus Lockerbie bis MH17, die abgeschossene 777, da haben sie alle solche Dinge sozusagen sehr aufwendig teilrekonstruiert, um sozusagen nachvollziehen zu können, was war da los. Ich war sogar schon mal in den USA vor 20 Jahren, da war nämlich der Jumbojet von TWA 800, wurde bei New York in Long Island rekonstruiert, da kann man sogar reingehen, das war sehr beeindruckend. Und NFD hatte das Problem, sie hatten keine Methode gefunden, da die Teile derart scharfkantig waren, die wieder zusammenzufügen für dieses Puzzle. Die haben so ein Maschendrahtgerüst gebaut, aber es wollte daran nicht haften. Im Endeffekt haben sie die Idee gehabt, was dann super funktionierte, sie haben sie zusammen genietet mit so ein paar Verbindungsstücken, und das klappte sehr gut. Und da haben sie quasi wirklich dieses NFD-Flugzeug in der Originalgröße, so gut es ging, wieder aufgebaut mit den kaputten Teilen sozusagen. Das sieht auch verrückt aus, aber das war die entscheidende Methode, um zu sehen, auch im Endeffekt, wo war dieser Blitzeinschlag. Ja, und es hat sich gelohnt. Es ist ein sehr detaillierter Untersuchungsbericht entstanden zum Absturz, den wir euch auch auf unserer Website und in den Shownotes verlinken. Die Untersuchung hat aber eben auch mehrere Jahre gedauert, dieses Absturzes, und war eben extrem aufwendig. Und deswegen die Frage an Flugunfallermittler Jens Friedemann, auch wenn es vielleicht eine triviale Frage zu sein scheint, aber warum machen sich denn Ermittler die Mühe, sich so ein kompliziertes 3D-Puzzle zu bauen, wie Andreas eben erzählt hat, sogar mit eigener Nieterei? Also grundsätzlich ist eine Rekonstruktion des Wracks
sehr häufig etwas, was man macht an der Unfallstelle. Also das ist nur oft viel einfacher als es in diesem Falle. Wenn Sie, wir hatten dann ein kleineres einmotoriges Flugzeug, das eben, eben im Berg lag und wo Sie eben die Einzelteile, die Sie in, an dem Hang halt vorfinden, betrachten können. Aber wenn Sie die Teile dann bergen, dann werden üblicherweise, manchmal macht man das am Heimatplatz, am Hangar oder einfach nur im Tal, wenn die Teile dann runter transportiert worden sind, dass man das nochmal auslegt und nochmal, um sicher zu gehen, haben wir alle Teile? Also ist unser Höhenleitwerk da? Ist das Seitenleitwerk da und so weiter? Da legen Sie das aus und stellen fest, okay, also linke Tragfläche von der Wurzel bis zum Wingtip, alles da und so weiter und so fort. So arbeiten Sie sich da durch. Das gibt, gibt es da natürlich noch ein Foto. Okay, das ist klar, das Flugzeug ist vollständig, uns fehlen hier keine Teile. Dann ist das relativ schnell gemacht. In so einem Fall eines Luftzerlegers, also wo in großer Höhe tatsächlich ja das Luftfahrzeug zerbrochen ist, das ist in Überlingen ja passiert, da war es ja auch mit der Tupolev der Fall, oder hier in dem Falle ist es auch so, dass es eben ein Zerbrechen des Flugzeuges gegeben hat im Fluge, das sehen Sie eben aus der Entfernung der Teile. Da ist natürlich sehr klar, dass Sie im Detail erstens klären wollen, warum ist es zerbrochen? Und da brauchen Sie möglichst alle wesentlichen Teile, um, wie gesagt, die Bruchufer vergleichen zu können, zu schauen, okay, wie, mit welcher Last ist das Teil jetzt weggeflogen? Gibt es Hinweise auf Vorschädigungen? Gab es da Risse? Gab es da irgendwelche anderen Gründe, die das erklären? Oder ist es, sagen wir mal, durch Piloten induziertes, also wenn Sie zu stark ziehen oder so etwas, halt dazu gekommen, dass dann entsprechend Tragflächen abgebrochen sind, solche Dinge. Das wollen Sie rausfinden. Das heißt, das ist das eine Thema, was Sie klären. Und dann ist natürlich die Frage, da sind eben die Umstände dieses Falles auch zu berücksichtigen. Wir haben eben Radardaten gehabt, also sehen wir ein bisschen was über den Flugweg. Und hier war auch die Tatsache, dass ja zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aufzeichnungen gestoppt haben. Also der war im Funk nicht mehr zu erreichen, aber wir haben eben auch an den Geräten feststellen können, Rekordern feststellen können, dass zu einem gleichen Zeitpunkt beide Rekorder gestoppt haben. Das heißt, irgendwie gab es einen Elektrikausfall zunächst mal. Das waren ja die Erkenntnisse. Die BFU hat einiges herausgefunden über den Absturz von NFD 108 und dass es eben nicht nur am Blitzschlag alleine liegt, dass liegt zumindest der Unfallbericht nahe. Wir hören jetzt einen Auszug. Was sich nach dem Stromausfall im Cockpit abspielte und warum es der Besatzung nicht gelang, das Flugzeug wenigstens kurzzeitig unter Beibehaltung der Höhe gerade auszuhalten, ist nicht bekannt. Es können darüber nur Vermutungen angestellt werden. Es dürfte sich aber ungünstig auf den Ablauf ausgewirkt haben, dass das Flugzeug kopflastig getrimmt war, dass der Flug zu diesem Zeitpunkt nicht stabilisiert war, dass Verständigungsschwierigkeiten wegen des Ausfalls der Interkommunikationsmöglichkeit über Mikrofon und Kopfhörer auftraten und dass die Besatzungsmitglieder möglicherweise kurzzeitig physisch und psychisch beeinträchtigt waren. Solche Beeinträchtigungen bis zum Ausfall von Besatzungsmitgliedern sind bekannt, da Blitzschläge mit lautem Knall und hellem Lichtblitz verbunden sein können. Aufgrund der Befunde an Flugschreiber- und Führerraumtonbandgerät ist sicher, dass es der Besatzung nicht gelungen ist, die Stromversorgung, auch nicht teilweise, wiederherzustellen. Ein solches Wiedereinschalten wäre technisch möglich gewesen, wenn durch den Blitzschlag keine bleibenden Schäden im Bordnetz entstanden wären. Nach dem Ausfall des elektrischen Bordnetzes hätte für die Besatzung noch eine theoretische Möglichkeit bestanden, das Flugzeug nach Instrumenten unter Kontrolle zu halten. Sie hätte dazu eine der Taschenlampen, die in den Rückenlehnen ihrer Sitze hätten vorhanden sein müssen, hervorholen und damit den künstlichen Horizont, der mit Unterdruck betrieben wurde und der in der Mitte des Instrumentenbretts eingebaut war, beleuchten müssen. Ob diese Möglichkeit auch praktisch vorhanden war, konnte nicht geklärt werden. Zwar wurde der in Frage stehende Horizont gefunden, es konnte jedoch wegen der starken Beschädigung nicht mehr geprüft werden, ob er auch betriebstüchtig war. Ob Taschenlampen an Bord und betriebstüchtig waren, konnte ebenfalls nicht geklärt werden, da keine gefunden wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese während des Unfalls zerbrochen und ins Erdreich des Weichenackers eingedrungen sind.
Mit dem Erkennen der Möglichkeit, eine Beleuchtung des Cockpits durch Betätigen des Schalters für die Einstiegsbeleuchtung herzustellen, war die Besatzung unter den gegebenen Umständen sicher überfordert, zumal sich aus dem Flughandbuch nicht ergibt, dass diese Beleuchtung an einer Art Hotbus liegt. Wir haben den Auszug aus dem Unfallbericht gehört und eine der Hauptmotivationen für mich, diesen Podcast zu machen, ist meine Bewunderung für die Kaltblütigkeit von Pilotinnen und Piloten. Also was man auch manchmal auf Mitschnitten hört. Ich finde es unglaublich, wie Menschen unter so einem Druck so fokussiert und ruhig bleiben. Das lernt man ja zum Teil auch. Es ist sicherlich auch eine Frage der Eignung. Nicht jeder kann so ruhig bleiben. Aber wenn ich mir nun das durchlese, was die ja durchaus versierten Flugunfallermittler da gefordert haben, Herr van Wingerden, jetzt mal ganz ehrlich, im Actionfilm kann man sich ja sowas vorstellen, aber ist das tatsächlich vorstellbar, was die Flugunfallermittler da beschreiben? Also, denn das ist ja eine wichtige Frage. Also, hätten die dann doch die Kontrolle wieder gewinnen können oder ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Also ich glaube, in der Tat ist es ein bisschen viel verlangt. Das kommt aber, glaube ich, auf zwei Faktoren drauf an. Einmal ist es die Flugerfahrung der Piloten selber. Wie lange sind die schon in dem Business und fliegen? Wie lange fliegen die auf diesem Muster? Und was wurde im Simulator trainiert? Oder bei den Checkflügen, bei den jährlichen Checkflügen trainiert. Wenn das natürlich öfters mal auf der Agenda steht und trainiert wird, dann kann man eigentlich schon sagen, die Piloten erinnern sich dran, die sind mit diesem Verfahren vertraut und würden auch danach handeln. Es setzt ein gewisser Automatismus ein. Was aber auch in dem Unfallbericht steht, den ich mir auch durchgelesen habe, dass das in der Ausbildung nur demonstriert wurde. Das ist natürlich, wenn man es nicht selber macht und es wurde mal demonstriert, dann wird man in so einer Extremsituation das nicht wieder hochholen können und durchführen können. Was ich auch noch sagen wollte, dass die BFO gesagt hat, man kann nicht feststellen, ob dieser Standby-Horizont funktionierte. Also ich kenne keinen Piloten, der mit einem kaputten Standby-Horizont losfliegen würde. Auch steht es in der Checkliste, das zu überprüfen, und auch steht in der Checkliste, die Taschenlampen auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Und das wird auch gemacht. Jeder, der es nicht macht, handelt fahrlässig in meinen Augen. Aber das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir drauf hinkommen. Das sind so viele Faktoren, die dazu geführt haben. Und die Fehlerkette praktisch konnte nicht gebrochen werden. Und die Fehlerkette lag schon viel, viel früher. Also die Fehlerkette fängt vielleicht schon damit an, dass man dem recht Unerfahrenen gleich ein Command angeboten hat auf diesem Flugzeug. Klare Worte von Erik van Wingerden. Fragen wir doch mal den NFD-Chef Hans-Rudolf Wörl, ja auch selber Pilot. Welchen Einfluss hat aus Ihrer Sicht die Anzahl der Flugstunden, die relativ geringe, die in diesem Falle der Pilot hatte? Also ich kann Ihnen wirklich viele Zwischenfälle und Unfälle bei anderen Airlines nennen und auch kleinen Zwischenfällen, die eben harmlos abgegangen sind, wo die Erfahrung eigentlich einen relativ geringen Wert gespielt hat. Natürlich reagieren eben Piloten, wenn sie mehr Erfahrung haben, etwas souveräner, aber auch manchmal ein bisschen leichtsinniger. Also meine Erfahrung ist eigentlich die, dass Piloten, die Erfahrung von Frau Heilmann und Herrn Bocher hatten, dass die im Grunde genommen eine gute, ausgewogene Mischung waren. Und diese Flugstundenerfahrung und die Menge der Flugstunden sicherlich kein Kriterium für diesen Unfall gewesen sind. Sie haben ja auch ganz konkret, glaube ich, die neuen Metroliner, die Sie hatten, dann wirklich relativ schnell verkauft. Und das war ja wirklich ziemlich klar ursächlich auch zusammenhängend mit dem Absturz, soweit ich verstanden habe, auch aus meiner Sicht der historischen Unterlagen. Ja, es war klar. Wir hatten eigentlich, war ja die Absicht, und das war eine wirklich wunderbare Kombination. Wir haben gesagt, gute etablierte Strecken, die wir also mit Metroliner zum Beispiel am Tag 4-mal geflogen sind, die fliegen wir jetzt mit der ATR 2-mal oder 3-mal am Tag. Und die frei werdenden Metroliner nehmen wir, um neue Strecken aufzubauen. Wir hatten ein Riesenprogramm, was wir an Verbindungen aufgebaut hatten und aufbauen wollten damit. Und das ist natürlich dann in diesem Umfange nicht zustande gekommen. Erst witzigerweise, als die neuen Bundesländer dazu kamen und hier ja auf den Straßen Verkehrschaos war und die Geschäftsreisen einfach irgendwo hin wollten und das auf der Straße nicht kalkulierbar war. Dann hat man festgestellt, dass der Metroliner doch die bessere Alternative zum Auto ist. Und es gab dann wirklich Strecken, ich denke dran,
München nach Erfurt, von Berlin, nein, von Dresden nach Berlin und ähnlichen Strecken, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Auf denen hatte dann der Metroline noch eine gewisse Renaissance, aber das hat nicht lange gedauert und dann ist er doch relativ bald ganz ersetzt worden. Aber ich bin trotzdem überrascht, weil ich habe nämlich mir gestern nochmal genaue Zahlen rausgesucht und erstaunlicherweise ist der Metroliner ziemlich langlebig. Die letzte Zahl, die ich fand, ist von 2019. Da waren noch 196 aktiv, wobei die meisten im Frachtbetrieb geflogen sind. Was aber auch bemerkenswert war, fand ich, von 615 gebauten insgesamt gab es allein 115 Unfälle, insgesamt 121 Hull Losses. Und das scheint mir schon eine sehr hohe Rate zu sein, ungewöhnlich hoch, also quasi fast ja über ein Sechstel der gebauten Flugzeuge sind irgendwie verunglückt. Das ist sicherlich richtig und man muss es auch ganz ehrlich sagen, dass der Metroliner kein anspruchsloses Flugzeug war. Und die Kombination aus kleinen Startup-Airlines, insbesondere irgendwo teilweise natürlich in abseits gelegenen Gebieten, mit einer mangelnden Infrastruktur ist natürlich potenziell umsatzgefährdender oder gefährdeter als der Verkehr, den wir damals betrieben haben. Man muss aber doch sagen, dass der Metroliner natürlich von seinen Piloten ein gewisses Gefühl und ein gewisses Können erfordert hat. Aber das war eigentlich mehr eine Mentalitätsfrage, ist nicht eine Erfahrungsfrage, sondern wie gehe ich mit einem solchen Flugzeug um? Und wenn man mal betrachtet, was der größte Aderlass für NFD, aber auch RFD war, das war die Abwerbung von Metroliner-Piloten eben zur LTU und zur Lufthansa, weil man wusste, dass diese Piloten eben einen außergesprochen hohen Level hatten und wirklich wunderbar in diese Operation gepasst hatten. Wir hatten zum Beispiel auch eine Zeit lang die Flugingenieure von LTU, die von TriStar eben umgeschult werden sollten und zu Piloten umgeschult wurden, die flogen dann bei uns einige Monate lang auf dem Metroliner als Co-Pilot. Also es war schon so, dass in den Airline-Kreisen der Metroliner als anspruchsvoll galt und natürlich, wenn er dann eben in die Jahre kommt und die Wartung und etc. problematisch wird, dass dann eben mehr Schaden, also Versicherungsschäden gibt, das ist schon naheliegend. Da gibt es aber auch andere Flugzeuge, bei denen das genau der gleiche Fall ist. Herzlichen Dank an Hans-Rudolf Wörl. Das ganze Interview mit dem NFD-Chef haben wir übrigens für unsere Patrons, die in der Business oder in der First Class uns unterstützen, in dem entsprechenden Mitgliederteil für euch bereitgestellt. Das Detail kann man sagen, aber das wichtige Detail, das mich am meisten umtreibt bei dieser Geschichte, ist die Entscheidung oder dieser kurze Dialog im Cockpit, als der Pilot so ein bisschen nach links zieht vom eigentlichen Gleitweg oder Gleitpfad Richtung Landung. Und die Co-Pilotin sagt ihm, du fliegst aber zu weit links. Ja, und er sagt, ja, ich will da nicht reinfliegen. Und irgendwie lässt er sich aber dann doch überzeugen oder zieht die Maschine dann eben doch wieder in den Gleitpfad und damit dann auch ins Gewitter. Ich habe mich gefragt, ich weiß, das ist Spekulation, die eigentlich verboten ist, aber die Frage steht für mich im Raum, kann es auch sein, dass die Co-Pilotin diesen noch relativ unerfahrenen Piloten bei der Ehre gepackt hat? So nach dem Motto, ja Mensch, dann flieg doch ins Gewitter. Man nennt das jetzt Crew Resource Management, wo sehr viel Wert drauf gelegt wird. Das heißt natürlich nicht, dass man jede Entscheidung zusammentreffen muss. Dafür ist ja der Kapitän allein verantwortlich. Und wenn der Kapitän, ich sage mal, es ist wie so eine demokratische Abstimmung mit einer Stimme. Und die hat eben der Kapitän. Und wenn der Kapitän sagt, nein, wir fliegen jetzt hier links rum, dann fliegen wir links rum. Das kann man dann am Boden, kann man das noch ausdiskutieren. Man muss natürlich in den vorgeschriebenen Verfahren sein. Das wird ja in dem Unfalluntersuchungsbericht auch angesprochen, dass sie sich eben nicht an die Verfahren des Flugbetriebshandbuches gehalten haben. Aber es hätte ja viele andere Möglichkeiten gegeben. Nicht nur links außen rum fliegen. Man hätte ja auch irgendwo in die Warteschleife gehen können. Hätte man 10 Minuten gewartet, dann wäre das Gewitter weg gewesen, weitergezogen. Dann hätte man einen freien Anflug gehabt mit ständiger Sicht auf den Flughafen. Und wenn dann der Blitz immer noch eingeschlagen wäre, hätten sie wenigstens eine Referenz gehabt wenn man aus dem Fenster guckt, hat man eine Referenz zur Fluglage. Also es hätte viele Möglichkeiten gegeben. Aber warum er sich davon hat überzeugen lassen, ins Gewitter wieder reinzufliegen, obwohl er schon auf dem besten Weg war, das weiß ich nicht. Also, und ob da eine Frau sitzt oder ein Mann, ich glaube, das spielt auch keine Rolle.
Die 10. Episode der Flugforensik nähert sich dem Ende und fast immer haben wir am Ende die Rubrik, was wir sonst noch rausgefunden haben, aber bisher noch nicht erzählt haben. Eine Sache, die ich herausgefunden habe und die ich interessant fand, ist, dass der letzte Unfall eines Metroliners erst wenige Monate zurückliegt. Er fand Mitte November, am 15. November 2022 statt. Zum Glück in diesem Falle glimpflich ausgegangen. Hätte auch anders sein können. Deswegen, was war im Wintergewitter, ist auch ist möglicherweise auch wegen Blitzschlag, war nicht ganz klar. Ein Metroliner in den USA, der hatte interessanterweise 3 Piloten und Besatzung, aber 56 Hunde an Bord. Die sollten ein Hundeasyl oder Tierasyl geflogen werden nach Wisconsin. Und da musste auf einem Golfplatz im Schneetreiben notlanden. Aber dadurch ist die Maschine nicht in Brand geraten und die Hunde und die Piloten haben überlebt. Ach schön, wenigstens ein Happy End. Das ist ja auch schlimm, wenn die armen Tiere alle sterben. Danke Andreas, danke an euch wie immer für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ihr seid bis hierhin gekommen, das heißt, ihr wart uns treu und fandet die Folge hoffentlich spannend. War mal was anderes. Ich weiß, das bisher kleinste Flugzeug in der Geschichte der Flugforensik und trotzdem ein ganz schwerwiegender Absturz in der deutschen Luftfahrtgeschichte. Wir wollen nochmal daran erinnern, wir haben eine neue Website auf flugforensik.de und es gibt die Möglichkeit, unsere Arbeit mit Spenden monatlich zu unterstützen über Patreon. Das ist ein Dienst aus den USA, der aber auch in Deutschland relativ weit verbreitet ist. Und da könnt ihr, wenn ihr Geld überhaupt, das haben in diesen Zeiten nicht so viele Menschen, das wissen wir. Insofern sind wir da auch nicht so ambitioniert. Aber wenn ihr es tut, macht ihr uns eine große Freude mit 3, 5 oder 10 Euro im Monat uns unterstützen. Auf der Website wird genau erklärt, was es für den jeweiligen Betrag gibt. Und am Ende der Folgen werden wir euch dann in Zukunft als Patreons auch nennen. Manche sogar ganz prominent am Anfang der Folge, vorausgesetzt, ihr habt nichts dagegen. Weiterhin nochmal der Hinweis auf unser Merchandising. Kauft T-Shirts oder Jacken, was auch immer euch gefällt. Hoodies gibt es auch mit Flugforensik drauf. Und wenn ihr uns einfach so unterstützen wollt, mental und mit einer digitalen Handlung, ist es ganz toll, wenn ihr uns weiterempfehlt über WhatsApp, Instagram, Stories, Mund-zu-Mund-Propaganda macht, uns auch gerne gute Bewertungen dalasst, damit wir weiter wachsen. Das ist unsere Absicht, damit diesen Podcast viele Menschen hören. Die nächste Folge kommt dann am 24. Februar und auch das ist logischerweise ein ganz besonderer Flug. Qantas 32, was beinahe zum zweitschlimmsten Unfall eines einzelnen Flugzeugs in der Zivilluftfahrtgeschichte geworden wäre, ist zum großen Glück durch eine extrem begabte Besatzung glimpflich ausgegangen. Es kam niemand zu Schaden. Und trotzdem wird das sehr spannend, das können wir euch jetzt schon versprechen. Danke und bis zum nächsten Mal. Danke und Happy Landings.